Wieder mehr zu Beginn haben wir geübt. Hallo. Ich möchte zwei Texte vorlesen aus dem Buch, das Michelle schon beworben hat. Der Untertitel des Buches ist Geschichten von zu Hause und von weit weg. Das heißt, ich lese jetzt erst eine Geschichte von weit weg vor und dann eine von zu Hause. Zu Hause ist nicht da, wo Sie wohnen, sondern wo ich wohne. Logischerweise Berlin. Die erste Geschichte spielt aber in den USA, in New York und trägt den Titel Oh, it's so great. Sieht man mich noch? Ich fühle mich wie auf einem Metal-Konzert. Ich fange einfach an. Eine Stadt wie New York kann es doch gar nicht geben, denkt man, doch dann senkt sich das Flugzeug im Landeanflug auf den John F. Kennedy Airport und man sieht es mit den eigenen Augen, die Hochhäuser, die Straßen, Schluchten, den Central Park, die Freiheitsstatue. Es ist alles da. Auch die ganzen anderen Vorurteile, die man von dieser Stadt in den USA im Allgemeinen hat, scheinen zu stimmen, merke ich während der ersten Tage. Die Amerikaner sind oft sehr fett, aber genauso oft sehr dürr. Es gibt offensiveren Reichtum und offensichtlichere Armut als in Mitteleuropa. Alles ist maßlos, doch immer um Maß bemüht. Die Cops tragen riesige Pumpguns umher, obwohl New York inzwischen so sicher ist wie München unter Haching. Und vor allem, alle sind wahnsinnig freundlich. Der New Yorker gilt ja im Vergleich zum Wald- und Wiesen-Ami als ziemlich arrogant, das kann ich jedoch nicht bestätigen. Wie nett sind dann erst die anderen Amerikaner, wenn der supernette New Yorker arrogant sein soll? Wahrscheinlich würden sie auch noch den Einbrecher, nachdem dieser ihre ganze Wohnung ausgeräumt hat, mit den aufmunternden Worten Have a nice day. Hopefully we can stay in touch. In die laue Sommernacht verabschieden. Wenn man ihre tollen Produkte in einem ihrer tollen Shops erwerben möchte, sind die Amerikaner natürlich besonders nett. Schon am Eingang des Urban Outfitters an der Fifth Avenue erwartet mich eine Verkäuferin, die mich überaus freundlich anlächelt und mit extrem hoher Stimme flötet. Oh, I love your bag. Ich schaue die Rewe-Plastiktüte in meiner Hand an. Oh, thanks, sage ich. Mehr fällt mir nicht ein. Immerhin habe ich schon intuitiv verstanden, dass man vor jedem Satz ein Oh setzen muss. Damit ich lerne, wie die richtige Antwort lautet, belausche ich ein Gespräch zwischen der Verkäuferin und einer anderen Kundin. Oh, I love your bag, sagt die Verkäuferin wieder. Die Kundin hat gar keine Tasche. Oh, your haircut is so great, sagt die Kundin. Die Verkäuferin hat gar keine Frisur. Oh, my dog died yesterday, it's like so sad, sagt die Verkäuferin unvermittelt. Dann zahlt die Kundin und geht ohne ein weiteres Wort aus dem Laden raus. Jetzt habe ich es verstanden, ist vollkommen egal, was man sagt. Hauptsache, man sagt irgendwas und schon hat man einen Seelenverwandten gefunden. Später am Tag stehe ich an der Supermarktkasse, die Kassiererin scannt gerade meine Einkäufe, bestehend aus 12 Milky Way-Riegeln, 4 3-Liter Flaschen Dr. Pepper Cola und ein 10-Liter Kanister Milch mit 0% Fett ein. Ich lächle sie gewinnend an und sage, oh, I love your bag. Sofort ist sie begeistert, oh, your shoes are great, ruft sie enthusiastisch, I love them. Oh, my fat cat, it's more chocolate than me, sage ich zur Kassiererin. Ihr Gesicht verzieht sich zum breitesten Lächeln, das ich je gesehen habe. Ob die Amerikaner auch allein zu Hause immer lächeln? Es könnte ja unangemeldet Besuch vorbeikommen. Oder Gott gerade in ihr Wohnzimmer schauen. Oh, I'm from Berlin, sage ich noch schnell. Gleich zerspringt ihr Mund. Ich frage mich, wie mit so einem Grinsen überhaupt noch sprechen kann. Aber sie antwortet, oh Berlin, I can't believe it, I love Berlin. I haven't been there, but I love it. Everyone is an artist in Berlin. Sie zwinkert mir mit ihren großen Augen zu. And I love artists. Oh, what a surprise, sage ich. I'm an artist too. Schließlich hat sie weiter verheißungsvoll lächelnd alle meine Produkte eingesehen und gleich noch mehrere lange Plastiktüten eingepackt. Vielleicht können wir hier sofort hinter der Kühltheke Sex haben, nachdem wir jetzt so vertraut sind. Und dann gemeinsam in einen Trailerpark ziehen, 8 Kinder kriegen, Pumpguns kaufen, Islamisten in Afghanistan jagen und für immer zusammenbleiben. Der ganz normale amerikanische Traum. Oh, your shoes are great, sagt die Verkäuferin dann aber. Anscheinend sind ihr die Floskeln ausgegangen. Ich nehme traurig meine Einkäufe und verlasse schnell den Supermarkt. Am Abend sitze ich im Bryant Park mitten in New York, die Hochhäuser leuchten hell am Himmel und ich trinke ein Bier aus einer braunen Papiertüte. Also nicht direkt aus der Tüte, sondern die Flasche steckt darin. In den USA ist nämlich verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken, weil die Amerikaner physisch und psychisch den Anblick von Alkohol nicht ertragen können. Direkt hinter mir steht eine gigantische Plakatwand mit Budweiser-Werbung.
Auf einmal kommt ein riesiger Cop auf mich zu. Er sieht eigentlich ganz sympathisch aus, ein wenig erinnert mich an den jungen George W. Bush. Allerdings hält er eine Pumpgun in den Händen. You can't do this, sagt er und deutet auf, mit der Waffe auf die braune Papiertüte mit dem Bier. It's not allowed in parks. Oh. I love your shoes, sage ich zu dem Polizisten. Er schaut mich sprachlos an. Ist bis jetzt noch nicht gesehen, ein sprachloser Amerikaner. Oh, your bag is great, sag ich schnell. Where can you get them? Immer noch schweigen, er nimmt seinen Schlagstock aus seinem Halfter und schaut mich so finster an, dass ich sogar durch seine verspriegelte Sonnenbrille erkennen kann. Oh, you have really a big stick, sag ich. And this nice blue head and your muscles. Ich deute auf seine starken Oberarme. They are great, maybe I can touch them. Ich strecke meine Hand aus, aber der Polizist nimmt sie in seine riesigen Hände, dreht dann meine Arme auf den Rücken und schlägt mich seinem Schlagstock nieder. Bevor ich bewusstlos werde, murmle ich noch, oh, you're so strong. Dankeschön.